Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Russische Welt TV. Also eigentlich muss ich sagen, habe ich ja dieses ganze Thema um den Karabach-Konflikt und so weiter schon genug durchgekaut. Eigentlich wollte ich das eigentlich schon zu den Akten legen, muss ich ehrlich sagen. Aber da gibt es doch noch eine Sache, ja, wo ich einmal meinen Senf dazu abgeben möchte. Und zwar hat bekanntlich jetzt vor einigen Tagen der Ministerpräsident, glaube ich, von Armenien, also der Soros-Angestellte Herr Nikol Paschinyan, einen Brief geschrieben an Präsident Putin, nachdem wahrscheinlich ihm seine Freunde im Westen nicht wirklich weiterhelfen konnten in dem, was er eben im Schilde führt. Und in dem Brief ging es eben darum, dass er darum gebeten hat, eben mit der russischen Führung Gespräche zu führen darüber, wie denn Russland jetzt Armenien Beistand leisten kann im Konflikt mit Aserbaidschan und ja, im Bergkarabach. Und als erstes will ich dazu klarstellen, dass es ja ein Militärbündnis gibt, unter anderem das ODKB, wo unter anderem eben Armenien mit drin ist und logischerweise Russland. Und dass natürlich, wenn Armenien, das Land, bedroht ist, das armenische Volk als solches bedroht ist, ist Russland nach diesen Verträgen verpflichtet, Armenien Beistand zu leisten. Genauso wie es eben auch in Bezug auf Weißrussland der Fall ist. Und Präsident Putin wird natürlich logischerweise auch all seine Verpflichtungen, die Russland eben auf sich genommen hat, auch erfüllen. Ganz klar. Also Russland wird es auf keinen Fall zulassen, dass irgendwie das, was in Armenien einige befürchten, dass es zu einem weiteren Genozid der Armenier kommt, das wird Russland definitiv nicht zulassen. Komme was wolle. Ja, und das wollte ich auf jeden Fall erstmal zu Beginn klarstellen. Aber hier stellt sich ja die Frage, was soll Russland in dieser Situation eigentlich machen? Gehört der Bergkarabach zu Armenien? Also laut der Führung von Armenien nicht. Ja, es ist weder ein Bestandteil des Landes Armenien, noch irgendwie ein unabhängiger Staat, der unter armenischer Verwaltung oder ähnlichem steht. Ja, weil wenn irgendwie eine von den beiden Situationen in irgendeiner Form da wäre, dann könnte man ja zumindest im Ansatz irgendwie sagen, was Russland hier machen soll. Ja, weil die andere, weil was soll Russland sonst machen? Soll Russland jetzt Baku bombardieren oder was? Also für mich nicht wirklich ersichtlich. Genauso wenig wie für mich eben auch nicht ersichtlich ist, was denn das Ziel jetzt in dem Fall von der armenischen Seite jetzt ist in diesem ganzen Konflikt, in der aktuellen Situation. Ja, also klar will Armenien, dass der Bergkarabach anerkannt wird. Ja, aber da sollte sich Armenien erstmal, soll Armenien den selbst mal anerkennen. Das ist erstmal Punkt 1. Und Punkt 2 müsste sich dann Herr Paschinyan an seine lieben Freunde im Westen wenden, oder in den USA speziell, weil momentan hat ja der Westen sozusagen größtenteils jedenfalls die Hoheit darüber, welches Land und welche Grenzverschiebungen etc. anerkannt werden, welche rechtmäßig sind und welche nicht. Ja, das entscheidet hauptsächlich der Westen momentan. Ja, was wäre da die Alternative? Jetzt soll Russland, also nach Meinung von Herrn Paschinyan, so wie es aussieht, den Bergkarabach als einen unabhängigen Staat oder als einen Teil von Armenien, wie auch immer, anerkennen, ohne dass Armenien das anerkennt. Ja, also das heißt jetzt, Russland muss sich dann mit dem ganzen Westen wieder einmal auseinandersetzen, sich rechtfertigen darüber, über diese Grenzverschiebung und so weiter und so fort. Ja, während dann die armenische Führung weiterhin sozusagen im Trockenen sitzt und weiterhin bei denen alles okay ist. Ja, aber das ist ja eigentlich auch, wie es ja in letzter Zeit immer wieder hieß, auch der Grund, weshalb eben die armenische Führung Bergkarabach als unabhängigen Staat nicht anerkennt, weil man dort eben Angst hat, ja, sich das dann mit den neuen Freunden im Westen eben zu verscherzen. Ja, und jetzt soll Russland, wie gesagt, sich mit dem Westen auseinandersetzen und die armenische Führung ist dann sozusagen im Trockenen, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Ja, und das ist ja auch auf jeden Fall nicht Sinn der Sache und auf keinen Fall in Russlands Interesse. Also das heißt, wenn die armenische Führung irgendwie will, dass der Bergkarabach anerkannt wird als ein unabhängiges Land oder als ein Teil von Armenien, da muss sie sich eben an den Westen wenden. Aber scheinbar war diese ganze Kampagne jetzt ohne Erfolg. Also der Westen wollte,
denen in keinster Weise irgendwie entgegenkommen, weil sonst hätte jetzt auch Herr Paschinyan nicht diesen Brief an Putin geschrieben. Jetzt gibt es ja einige Armenier, die der Meinung sind, dass weil Russland jetzt nicht aktiv in diesen Konflikt angreift, hätte Russland das Land Armenien, das armenische Volk und so weiter verraten. Und dazu kann ich nur Folgendes sagen, dass von einem Verrat hier in keinster Weise die Rede sein kann. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind in einem Militärbündnis. Wenn Armenien das Land bedroht ist, ja, dann wird Russland natürlich auch einschreiten. Ja, ganz klar. Und das wird auch niemand in Russland irgendwie in Abrede stellen. Ja, und auch nicht Präsident Putin. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein. Aber an sich ist Armenien doch jetzt ein eigenes Land. Also ihr klopft euch doch jetzt auf die Brust und seid stolz und so weiter und so fort, dass ihr jetzt nicht, dass Armenien ist nicht Russland. Armenien ist ein eigenes, unabhängiges, angeblich auch souveränes Land. Ja, und warum sollen dann vor dem Hintergrund denn andere Länder eure Probleme lösen und so weiter und so fort? Also ist ja irgendwo ein Widerspruch. Also auf der einen Seite ist das ein unabhängiges Land. Auf der anderen Seite macht ihr euch dann davon abhängig, was irgendwelche anderen großen Männer, also jetzt in dem Fall Präsident von Russland, meinetwegen jetzt die Führung von den USA und so weiter, irgendwie entscheiden. Ja, also wo ist da die Unabhängigkeit, frage ich. Also wir haben hier aus meiner Sicht, ohne jetzt irgendjemanden angreifen zu wollen, aber ich sage hier, was ich denke. Und ich denke Folgendes, dass wir einen typischen Fall davon haben von einem Komplex, der vorhanden ist bei so ziemlich allen Völkern der ehemaligen UdSSR, gerade auch bei denen, die ein eigenes Land haben. Denn sie waren lange Zeit, über Jahrhunderte hinweg, Teil eines großen Imperiums, sowohl vom Russischen Reich und dann von der Sowjetunion, also Teil eines wirklich großen und man kann schon fast sagen global bedeutenden Projektes. Ja? Und nach dem Zerfall der UdSSR sind das jetzt alles so kleine Länder. Und eben dadurch, dass sie halt geprägt sind von der gemeinsamen Vergangenheit mit Russland, haben sie immer noch irgendwo in sich drinne, dass sie die ganz Großen sind, die ganz Wichtigen sind, dass alle über sie reden müssen und so weiter und so fort, dass sie ganz besonders sind und so weiter und so fort. Das ist wirklich sehe ich jetzt nicht nur bei Armenien, das sehe ich bei so ziemlich allen Völkern der ehemaligen UdSSR, dass sie alle der Meinung sind, dass eben die ganze Welt sich um sie dreht oder drehen muss. Ja, aber da muss ich euch alle bitter enttäuschen, denn die ganze Welt dreht sich nicht um euch, noch nicht mal im Ansatz. Also nicht, weil ich das irgendwie will oder so, oder weil ich irgendwie sage, ihr seid schlecht oder keine Ahnung, aber ich sage einfach nur, was die Realität ist. Und die Realität ist eben, dass die Welt sich nicht um euch dreht. Und um ganz ehrlich zu sein und einmal die Fakten auf den Tisch zu legen, 80-90% der gesamten Weltbevölkerung kennen euch noch nicht mal, wissen nichts über euch und auch wissen auch nicht, wo ihr seid, wo ihr euch geografisch befindet und so weiter und so fort. Ja, gut, das wollte ich einfach nochmal klarstellen jetzt in dieser Minute und danke, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.